ist das Kalzium im Wasser, der Kalk, das gleiche Kalzium, was ich zu mir nehme, um für meinen Knochen irgendwas zu haben, für meinen Körper? Ist das das gleiche Kalzium? Nee, Kalzium ist Kalzium. Kalzium ist ein anorganisches Weichmetall, ein Erdalkalimetall, das aber nur in Verbindungen vorkommt. Reines Kalzium kann man zwar chemisch herstellen, aber eigentlich ist es so reaktionsfreudig, dass es immer in der Verbindung ist. Im Wasser liegt es eben als Ion vor. Das heißt, es ist aus einer salzhaften Verklammerung mit irgendwas anderem, zum Beispiel mit der Kohlensäure als Calciumcarbonat, also Stein, Kalkstein, Dolomit, herausgelöst und schwimmt da frei herum. Das heißt, es kann vom Körper ganz besonders leicht verwendet werden und zum Beispiel in die Knochen eingebaut. Ja, wie kommt das Kalzium in den Käse? Die Kuh frisst Gras. Im Gras ist Kalzium, überhaupt in grünem Gemüse ist immer sehr viel Kalzium. Und wie kriegt es die Kuh aus dem Gras raus? Indem sie es ganz fein verteilt und in Wasser auflöst. Ja, weil Wasser sehr gut Calciumionen lösen kann. So, und so kommt es als Calciumion in die Milch und so kommt es von der Milch in den Käse. Die Kuh muss deswegen kein Glas Milch trinken oder einen Käse essen, sondern die frisst weiterhin ihr Gras, weil da auch genügend Calcium drin ist. Würden wir genügend Spinat essen, bis er uns zu den Ohren rauswächst, bräuchten wir auch keinen Käse.